Herzlich willkommen zurück hier bei Mittelerde Mordor Schatten. Wir sind hier gerade noch in der Festung drin, aber wir wollen ja hier mit unserer Kampagne weitermachen. Sprich, wir machen eine Schnellreise mal hier runter, damit wir schneller da sein können. So. Ich hab da eine Mission, wo ich so welche von den Brücken zerstören soll. Du besudelst diese Bestie Mordors mit deinem Hintern. Der dunkle Herrscher will, dass ich dich jetzt töte. Und die Bestie. Es gibt sogar von den Hauptmännern von diesen Riesen. Ein Wesen Mordors beschmutzen wird. Bestie hat keine Chance gegen uns. So. Oh, jetzt habe ich auch meine Bestie verloren. Vielleicht lohnen sich die Weißen ja doch ab und zu. Ja, wir haben Fähigkeitspunkte erhalten, aber wir brauchen ja das hier, ne? Irgendwie das hier, um weiter Story machen zu können. Dann muss ich so eine Sache freischalten hierfür. Die müssen wir, glaube ich, erstmal freischalten. Fette Mist. So, wieder 50. Ach, ist das nur so hier um mein... Das sind irgendwelche Schlachten, aber keine Ahnung. Ich mache erstmal das hier. Jawohl. Nehme erstmal die Mission hier an, um in der Story weiter voranzukommen. Baranor, dir sind doch nicht etwa die Orks in der Stadt ausgegangen? Ein paar sind noch übrig, aber wir jagen einen bestimmten. Den letzten Leibwächter des Häuptlings, der die Belagerung anführt. Häuptlinge sind durchaus mächtige Orks, die oft von Hauptmännern beschützt werden. Ja, ja, das kennen wir ja schon, falls ihr den ersten Teil geguckt habt. Hallo? Ich glaube, das Spiel hat sich aufgegangen. Okay, ich glaube, ich muss das Game mal kurz neu starten, weil hier passiert nichts mehr. Bis gleich. Hä? Ah, gut. Würde schon sagen. Okay. Tarak, der Herzlose. Okay. Wir haben es wohl auf denselben Ork abgesehen. An einen Häuptling gelangt man über seine Leibwächter. Du klingst, als hättest du Erfahrung damit. Mehr als... Genug. Ich werde dir folgen.
Diese Nordmenschen sind so erschreckt. Folge deinen gefallenen Brüdern. Der Angriff auf die Mittelstadt war erfolgreich. Ich liebe es. Das hört sich nicht gut an. Sondo ist größer. Schwärmen Urks, als seien sie besessen. Das ist für Minas Ithil. Ja, die kann man ja easy dann immer so zwei Gruppen jetzt ausschalten. Da hat sich etwas bewegt. Okay, du musst dann noch den nächsten da einfach hinten nehmen, wenn die nicht gerade in unsere Richtung gucken. Ich bin die Übung mit Patrouillen leid. Ich sehne mich nach der Schlacht. Halt für Gondor. Ja, ihr seid keine Feinde für uns. Hey, was ist ein Seelenstein? Keine Ahnung, ich sehe überall Steine. Was war das? Dich von einem Tier runtergeschossen eben. Arme kleine Bleichhäute. Keine Sorge, bald seid ihr alle tot. Das ist deine eigene Kreatur, die du tötest. Von daher kümmert mich das wenig. Hat's. Aber der Rat hat keinen. Er hat Armut erwischt! Oh. Es tut mir fast leid um den Häuptling, den wir jagen. Ohne seine Leibwächter wird er einsam sein. Er wird ihnen schon sehr bald folgen. Das stimmt. Auftrag abgeschlossen. Das war ja easy, Alter. Der Häuptling, den Baranor sucht, ist nur einer von vielen. Sie werden ihren. Ja, ich weiß. Der Häuptling. Ja, wenn wir auf Minas Ithil fortführen, dann steht unser Weg fest. Jo, Charakter. Okay, das haben wir immer noch nicht freigeschaltet. Was verkürzt die Dauer vom Boden in Richtung? Doppelt. Kampf ist immer am wichtigsten. So, das haben wir einmal durch. Später gehen wir dann hier weiter. Inventar. Haben wir dann Rüstung mäßig Stufe 10. Ja, aber Verbesserung 15, 16%. Ja, das lassen wir mal. So. Wir müssen sie alle töten. Und wir brauchen die Hilfe Gondors, um es zu tun. Da ist aber noch so ein Gewand, was man sich mitnehmen kann. Aber das wird eh nicht besser sein als das, was wir jetzt haben. Nope. War jetzt erwarten. Aber ich wollte hier in die Armee reingucken, damit. Ja, Details. Anfällig für Gift, Frostempfindlichkeit. Hätte ich das Frostmangel umwerfen, leichtes Ziel, anfällig für Hinrichtung, anfällig für Schleichen, bisschen Futter. Alter, wie la. Hier gibt mehrere, drei Häuptlinge. Okay. Wow.
Der wird, glaube ich, sehr leicht. Also mit Schleichen einmal töten oder was hier. Da porten wir uns aber hin. Sind wir schneller da. Der Häuptling sollte also kein Problem sein. Ah, stimmt, ich kann jetzt noch unseren Freund herbeirufen. Wenn er das für so wichtig hält. Okay, da oben über dem Tor ist das. So, lock den Häuptling, von dem du Wellen von Feinden getötet hast. Alter. Der Häuptling vertraut auf seinen Alarm. Wenn du ihn erklingen lässt, vertrauen wir darauf, dass er in sein Verderben läuft. Gleichzeitig auch nicht an dem Waffen hier auf mehr Schaden gehen, sondern auf Regeneration bei dem Schwert. Der ist erschienen, ey. Aber ich habe so viele Sachen kassiert. Damit ihr losrennt, wenn das Feuer brennt und euch umhauen lasst. Oh, da ist Gift. Ich brauch Elbengeschosse, Alter. Scheiße, da war das Gift, ey. Was du wolltest. Hier bin ich. Fischleder. Glänzend. Ich riech schon die Sonne.
da ist das. Jetzt kletter, kletter. Noch einer, willst du mich verarschen? Alter. Unerheblich. Ich brauch ein bisschen Leben, Alter. Goldirre hat den getötet? Was? Festung wurde geschwächt, das Bezwingen des Häuptlings hat folgendes deaktiviert, feurige Belagerungsbestien. Okay. Na gut, wenn ich nicht töte, dann halt wer anders. Bitte einem Brücken des Reittiers 50% mehr Schaden. Und verbündet ein bisschen. So, komm. Komm mal drauf. Aber was ist, nee, ich will aber noch nicht gehen, was mit den anderen Häuptlingen? Ein Blick Gift und war vielleicht okay. Der Herzlose, oh, wo ist der hin? Sag mal ehrlich, wo ist der denn hin? Der ist anscheinend gestorben, aber Tarak, der Herzlose, hat ihn ja getötet. Da unten, okay. Ist das jetzt das hier oder was? Irgendwas ist hier ganz komisch. Kankras Visionen werden uns den Weg weisen. Wir müssen vorsichtig vorgehen, Talion. Aber vielleicht sollte ich bei meinem Schwert das echt austauschen, dass ich da Leben wiederkriege. Erstmal nehmen wir hier die Mission an und gucken, was dabei rauskommt. Jawohl. Bin ich aber gespannt. Du gibst zu viel auf diese Spinne. Sie zeigt dir nur, was sie will. Und was ist es, was du sehen willst? Minas Ithil, unversehrt. Oh, so selbstlos. Ist das alles? Letztes Mal sahen wir beunruhigende Dinge, nicht wahr? Zeig mir mein Schicksal mit den Nazgul. Ein gefährlicher Wunschwaldläufer. Auf Vorsehung folgen Qualen. Wir erobern die Stadt!
im Morgengrauen! Beuge dich deinem Schicksal! Ich weiß, was du fürchtest, Talion. Kankras Vision ist nicht unveränderlich. Der Hexenkönig. Es ist die Macht der Unterwerfung. Der Ring versklavt den Geist der Menschen. Was können wir tun? Es müssen Opfer gebracht werden. Und viele werden sterben. Aber wir müssen unser Ziel erreichen. Koste es, was es wolle. Fragwürdig, ne? Wir können Leben retten. Wenn der Häuptling aus meiner Vision derselbe ist, den auch Baranor und seine Männer jagen, brauchen sie Hilfe. Ein Häuptling macht keinen Unterschied. Im Moment ist dieser eine Häuptling die größte Bedrohung für Minas Ithil. Ich werde nicht zusehen, wie Baranor und seine Männer ihr Leben für seinen Tod riskieren. Baranor, ich will helfen. Dieser Häuptling, den ihr sucht, ist nicht ungefährlich. Ist nicht unser erster Häuptling, Weitläufer. Dein Schwert können wir gebrauchen. Dann erledigen wir ihn zusammen. Ich übernehme die Bogenschützen. Danach können deine Männer vorrücken. Ich wünschte, ihr wären ein paar Zwerge. Macht Spaß, die lästigen kleinen Schracks zu töten. Eigentlich arbeiten wir allein. Ich hoffe, diese Schützen aus Gondor können zielen. Sonst müssen wir den eigenen Pfeilen ausweichen. Sie sind erfahrene Soldaten. Sie wissen, was sie tun. Ist so viel wert wie drei Schützen aus Gondor. Was? Nur drei? Oh, noch drei Schuss übrig. Ich höre meine Belagerungsbestien. Ich nicht. Beim Vorbereiten kann zu viel schief gehen. Man kann eine Hand verlieren, zerquetscht werden. Wenn ich schon verletzt werde, dann wird es eine Schlacht. Du Trottel! Du bist viel zu weit weg, um die Treffer zu sehen! Wie ist das Gute da? Das brauchen wir unbedingt! Unterschätze nie den Mann, der sein Zuhause beschützt. Das ist nicht ihr Zuhause. Ja, den letzten können wir auch so töten. Das sind die letzten Schützen. Begeben wir uns zu einem Aussichtspunkt. Geben wir Baranors Trupp das Zeichen. Hab lange nicht mehr so viele Hauptmänner an einem Ort gesehen, ohne dass sie sich entdecken. Ah, auf zwei. Okay. Ach, der süße Geruch von Menschenangst. Nichts ist süßer. Gemeinsam stürzen wir ihre Abwehr und malen sie zu Staub. Gemeinsam, Hauptmänner und Häuptlinge vereinigt,
erlangen wir den Sieg. Ich sehe da ganz viele Dinge zum Hochjagen. Nehmen wir die Stadt am Morgen ein. Setz sie in Flammen! Für Gondor! Es ist Zeit für den Angriff. Du musst der Narr sein, der meine Leibwächter getötet hat. Du zögerst das Unvermeidliche nur hinaus. Heute fließt das Blut der Menschen. Ah, du hast und kurze Waffen und Äxte. Trinke ich zuerst. Reißt ihn in Stücke! Oh, er hat ihn schon besiegt. Das ist ja nett. Ich denke, wir sind quitt. Oh, das war's. Eine gute schon. Jagd. Mhm. Außer für den Häuptling. Und seine Schützen. Wir sollten das wiederholen. Es wäre mir eine Freude. Naja, so kann man das auch machen, ne? Nun, Talion. Konnten wir etwas bewirken? Ich fand schon. Wir wissen noch nicht genug. Wir müssen erneut zu Kankra. Es gibt nur einen Grund, zurückzugehen. Für meinen Ring. Genug! Es geht um mehr als deinen Ring. Oder dich. Ihre Vision könnte unser aller Rettung sein. Möglich? Vielleicht auch nicht. So. Oh, 750 hat das gebracht. Vorsicht, Talion. Du lässt dich zu leicht von ihr beeinflussen. 2000 haben wir jetzt. Schaden mit allen Angriffen. Eigentlich macht hier eine drei Stück brauchen wir mal ein Tor zu machen, okay. Ihrer Vision nicht verschließen. Lol. X-Hammer. Stufe 10. Weiß ja nicht. Weil er ersetzt meinen Bogen. Oh, man kann ihn also werfen, okay. Das, So, oh, wir sind am Folgenende angekommen.
Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like da, kommentiert, was ich verbessern kann, abonniert mich, damit ihr auf dem neuesten Stand bleibt. Bis zum nächsten Mal, haut rein!